Ich bin ein großer Wiederbelebungs- oder Rebirth-Fan von Call of Duty. Die Gulag-Partien sind zwar nicht ganz meins, aber wenn man drauf geht, das Warten ist dann zu ewig, aber Rebirth mit dem ständigen Wieder-Reinkommen, das hat schon was. Und ich schätze, genau davon wird wahrscheinlich auch mehr kommen. Neben alten Playthroughs, die ich vielleicht mit der Zeit auch noch anfangen werde. Aber Rebirth, Wiederbelebung. Es wäre perfekt, wenn man sich eine Playlist aussuchen kann. Eine Einser, Solo-Playlist oder zu zweit. Immer Vierer, das ist das einzige Problem. Es wäre fast so, als würden die Teams nie ausgelöscht werden, dass ein ständiger gleicher Kampf zwischen den zwei gleichen Teams sind, wo der eine immer reinspawnt und jetzt spawnen sie auch mit großen Waffen, also mit SMGs meistens. Und landen direkt auf dir, was es mehr actionreicher macht, aber auch mehr chaotischer. Positives und Negatives natürlich. Aber ja, das ist das Gute dran halt. Konstante Action in Warzone. Rebirth, Wiederbelebung. Die Sache, was mich am großen nicht Wiederbelebung, sorry, am großen Warzone, an der großen Map stört, an der Map nicht direkt, aber dass man zwischendurch halt einfach mal Passagen hat, wo man 5 bis 10 Minuten nur rumläuft und dann mit Pech vielleicht von hinten gesniped wird. Das ist das große Problem von Warzone allgemein gewesen. Überhaupt Verdansk war es ganz schlimm. War kein Verdansk-Fan, wenn ich die Maps von Call of Duty, wie sie bis jetzt waren, bewerten würde, würde ich sagen, Caldera könnte fast auf 1 sein. Die alte Rebirth-Map, Wiederbelebungs-Map, war auch sehr gut, vielleicht die zweitbeste. Dann Blackout, dann Call of Duty Mobile. Ja, Call of Duty Mobile ist vor Verdansk. Und das heißt schon viel. Ja, und Verdansk zum Abschluss. Ich glaube, ich habe keine vergessen. Optisch schaut es ja auch ganz gut aus. Mir kommt es hier ein bisschen blass vor. Ich weiß nicht, ob es an meinen Einstellungen liegt. Mir kommt vor, ich habe eh schon die bessere Gamma auf Kontrastauflösung eingestellt. Aber ich spiele mich natürlich noch mit meinen Einstellungen von der Aufnahme von OBS Studio ein und um, beides. Wo ich noch ein bisschen herum Erfahrung sammle, was am besten läuft mit meinem PC. Und dann mal ein gutes Aufnahmeniveau zusammenbekomme. Ich habe jetzt noch keine große Bearbeitungssuite, Video-Edit-Suite mir gekauft oder gegönnt, herausgesucht, was für mich am besten laufen würde. Da ich ja auch eigentlich Musik sage, gerne mich weiterbilden will und meine anderen Songs langsam mal fertigstellen werde, werde ich wahrscheinlich nicht so stark ins Video bearbeiten reinschauen und mich eher auch auf Musik konzentrieren, dass ich da meine Songs fertigstelle und eher die Live-Momente mit Herzinfarkten und Schrecken so reinstelle, was bei mir bei Warzone sehr viel passiert, komischerweise. Und sobald es wahrscheinlich eine Solo-Playlist, wahrscheinlich in meinem Rebirth wird es keine Solo-Playlist geben, aber es gibt, glaube ich, jetzt schon für die große Map eine Solo-Playlist. Das wird wahrscheinlich auch mehr gespielt. Ich glaube, mit Vanguards werde ich versuchen, noch die Shotgun vielleicht auf Diamant zu bringen. Hab erst die Einhorn auf Gold. Die Stakeout ist kurz davor. Gracie hat lange gedauert. Gracie Automatico hat lange gedauert, bis sie spielbar geworden ist und die Doppelläufige, also die Olympia, wie man sie auch nennt oder wie ich sie nenne, die wird auch noch stark gelevelt. Ansonsten Vanguard Gameplay überhaupt mit Shotguns habe ich sehr viel aufgenommen. Das wird noch weiterkommen. Wahrscheinlich kein Live-Commentary, sondern nach Oldschool aufgenommenes, da die Audioprobleme dann noch am Anfang ziemlich stark waren und ich noch ziemlich viele. Ich habe komischerweise mit also Discord im Hintergrund gehabt, mit einem Freund gespielt und ich habe nur seine Stimme in meinem Recording und meine Stimme habe ich nicht in meinem Recording. Also ich habe ein Recording mit fremder Stimme dann eigentlich, was ich versucht habe, die Stimme rauszuarbeiten mit einem Programm, was RX8 heißt,
was nicht ganz so gut funktioniert. Also werde ich jetzt dann wahrscheinlich Plan B meine Songs ein bisschen in Instrumentale umwandeln und dann mit Instrumentalmusik im Hintergrund von meinen eigenen Songs arbeiten, dass sich das nicht ganz leer anhört, aber auch nicht ganz audiofalsch. Also geplant ist von mir ja sehr viel eigentlich. Auch anderer Content, Outriders soll kommen, das Endspiel und dann ein Let's Play. Fallout will ich eigentlich einen Permadeath-Run probieren. Der soll auch noch kommen. Aber im Endeffekt werde ich dann wahrscheinlich eh sehen, wie viel ich von meinem Content überhaupt rausbringen kann, zeitlich. Da ich ja auch eigentlich 30 Stunden arbeite und mit meiner Musik eigentlich auch weiterkommen will. Der Rest wird dann auch noch entschieden, ob ich in Englische weiter mehr Sachen machen will oder doch im Deutschen, da jetzt auch mehr englische Songs kommen. Das ist auch die große Frage. Ja, also ich werde selbst mal schauen, was geht alles. Aber danke fürs Zuschauen und ansonsten tschüss.